Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schaloppi. Ja, wir sind in der letzten Folge angekommen in der Tschechisch-Slowakischen Republik, irgendwie so. Ja, ein neuer Tag bricht an, damit auch eine neue Folge. Jetzt werden wir gleich weiterfahren. Und, Alter, sind die Preise gestiegen? 25 Mark, okay. Werden noch mal gucken, ob wir hier noch ein bisschen was im Profit machen. Aber es sieht schlecht aus. Ja. Folge 3. Oh. Nein, ich brauche keinen Reinigungsdienst. Keine Ahnung. 25 Mark, das ist gut. Bitte gehen wir anders auf die Nerven. Das ist unser Zimmer. Oder das war unser Zimmer, denn wir gehen mal, werden jetzt unsere Reise fortsetzen. Ja. Telefon. Okay. Unsere Reise fortsetzen zur. Ich weiß gar nicht, was das nächste ist. Ungarn? Guten Morgen. Also sollen wir unsere Reise heute fortsetzen? Ja. Ich will den Onkel mitnehmen, denn er hat immer was zu erzählen. Die Schlüssel sind direkt, genau. Ja. Nein, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Wo fahren wir denn hin? Ist jetzt die Frage. Genau, Ungarn. Wusste ich doch. Nach Letenje. Schrottplatz. Oder ja, Schrottplatz ist, glaube ich, das Fragezeichen. Ich weiß nicht, ob es da noch was gibt. Aber kaputte Straßen. Tanker. Aber Regen ist halt auch nicht so nice. Ich guck mal, wie unsere Reifen sind. Dann können wir weiter entscheiden. Uff, 1 von 3. 1 von 3. 1 von 3. 1 von 3. Haben wir auch noch 1 von 3. Und 3 von 3. Da müssen wir noch Flickzeug. Ich würde sagen, wir fahren erstmal hoch zur Tanke. Und gucken. Ja, Karte auswählen. Und gucken, ob wir da noch irgendwie Flickzeug oder so. Das sind übrigens Steinschläge. Das ist kein Dreck. Wie man die wegbekommt? Ich habe keine Ahnung. Los, kleiner Trabant. Was schaffst du? Los. Okay, das kann jetzt kritisch werden. Mit 20. Aber er schafft es. Ja, Trabi. Das sind aber auch steile Berge hier. Okay. Trabi hat es geschafft. Was ist das hier? Das ist ein Park. Mit nichts drin. Außer Bänken. Oh, eine Rutsche. Ich will die Rutsche. Also dafür müssen wir uns jetzt erstmal Zeit nehmen. Ich will die Rutsche. Schlüssel raus. Kann ich nicht. Das kann ich. So. Ich will die Rutsche rutschen. Eine Elefantenrutsche. Ja. Kann man hoch? Nein. Ja, was, 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 wir sind gleich oben. Jetzt rutschen, jo. Okay, da, jetzt komme ich mir blöd vor, jetzt komme ich mir übelst blöd vor. Warum geht eigentlich das eine Licht nicht? Also wir sollten das Auto unbedingt mal reparieren. Genügend Geld haben wir ja, wir haben 250 Mark.
ist schon mal gar nicht so schlecht. Damit können wir das ein oder andere kaufen. Hier ist ja der Leica-Händler. Aber ich würde trotzdem eher mal zuerst zu der Tanke, wenn ich wüsste, wo die ist. Ja. Denn. Tanken, ja, könnte man auch noch. Tanken würde ich machen, sagen, tun. Denn wir haben 5. Und ich habe das Gefühl, das werden wir nicht. Das wird nicht reichen. Mark, ist der voll? Der ist voll. Okay. Steht es denn eigentlich mit den Preisen? 0,5. Ist jetzt auch nicht so. So, das Gelbe vom Ei. Mal noch ein bisschen Zweitaktöl. Ist leer? Okay, dann nicht. Gucken, haben die hier. Okay, ja, die haben einmal Flickzeug, die haben Reparierkästen, das ist gut. Ja, hier. Der eine Mark, der ist es wert. Die haben ja auch Reifen. Aber Reifen sind zu teuer. Deswegen will ich es eigentlich ungern jetzt kaufen. Aber ich würde trotzdem mal nochmal so. Was ist denn das? Regenreifen? Ne, Regenreifen brauchen wir nicht. Was ist das? Normale Straßenreifen. Ich mal wenigstens noch ein Ersatzrad nehmen. Damit. Das Verkaufswert 7. Aber den würde ich auch noch behalten. Na wohl. Den verkaufen wir mal. Weil wir haben sowieso nur zwei Platz für zwei. Und dann sparen wir. So, so und zack. So. Brechstange haben wir. So haben wir alles. Okay. Ich werde versuchen, mal weniger zu schmuggeln, weil ich nicht weiß. Obwohl, wir können ja mal gucken. Wir können ja mal gucken, was. Okay, jetzt passt es mit der Brechstange nicht, ne? Uff. Würde ich sagen, reparieren wir das jetzt schon. Jetzt brauchen wir Luftfilter ist nicht nötig. Standardvergaser. Motor würde ich unbedingt. Ja. Ist wenigstens der voll. Jetzt raucht's auch nicht mehr. Gut, okay. Wir können ja mal gucken, was an der Grenze, oder kann ich gleich so gucken, was an der Grenze verboten ist. Zigaretten. Zigaretten. Kauft immer Zigaretten. Ist schlecht für die Gesundheit. Tabak 16. Uff. Oh, das weiß ich nicht, ob ich das kaufen will. Aber es könnte sich eventuell lohnen. Eine sehr üble Angewohnheit. Ich mach's mal noch nicht, weil ich will noch ein bisschen sparen für eventuelle Sachen, die wir noch brauchen werden. So. Dann würde ich sagen. Ja, ja. Karte auswählen. Wählen wir mal Karte.
1 aus. Weil Schrottplätze sind immer gut. Unseren Leica. Dann machen wir uns auf die Reise. Radio natürlich an. Ja, ich kann viel besser sehen, wenn ich die Scheibenwischer. Papiere bitte. Ja, bitte. Schauen wir mal. Passt. Alles scheint in Ordnung zu sein. Super. Geht's jetzt über die Brücke? Warum auch immer wir bloß 20 km/h fahren können. Aber wahrscheinlich scheint es ein bisschen bergauf zu gehen. Aber dann geht's bergab. Ich finde es schade, dass es keine anderen Sender gibt. So wie in anderen Spielen. So wie in My Summer Car. My Summer Car wollte ich auch als Projekt mal machen, aber ich fand es zu stressig. Weil das ganze Auto aufbauen, sich darum kümmern und so ist. Wenn ihr es unbedingt sehen wollt, werde ich das vielleicht nach diesem Projekt irgendwann mal das aufnehmen. Aber so gedacht habe ich es jetzt erstmal nicht. Ja. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das Spiel My Summer Car sehen wollt. Ich habe es ja schon mal ein paar Videos so, keine Ahnung, Just as Fun. Weil ich, wenn ich mal krank war oder so, habe ich mal 2, 3 Videos gebracht. Aber wenn ihr das sehen wollt als Projekt, dann könnt ihr das ja mal gerne in die Kommis schreiben. So. Eine weitere Grenze geschafft. Ich weiß, es ist verlockend, verbotene Waren für den Profit zu schmuggeln. Aber unsere Reise wird sehr viel einfacher. Oh, jetzt hätte ich fast die Kurve verpasst. Wenn wir uns an die Regeln halten. Das stimmt. Letenje 408. Hier geht's bergab. Okay. Also, dir ist vielleicht Fragezeichen auf der Karte aufgefallen, ja. Ich habe es markiert, um zu zeigen, dass es ein Schrottplatz irgendwo auf der Strecke befindet. Ah, siehst du? Aber das ist auch geil mit der Tropfsteinhöhle. Das finde ich nice. Dreihundertfünfzig. Es ist ein Besuch wert, Schrottplätze. Achso, es ist ein Besuch wert. Schrottplätze haben manchmal Teile vom Motor, die Leistung deines Autos verbessern könnten. Das stimmt. Ach, das ist der Schrottplatz. Ah, siehst du. Ja, ist er doch. Allerdings, was? Keine Ahnung, hab nicht gelesen. Da ist auch ein Paket. Kriegen wir das so rein? Nee. Was ist denn da drin? Kann man das ja stapeln? Krank. Eine Medizin. Okay, ja, das kriegen wir auf alle Fälle so rein. Das ist jetzt nicht so krass. Tenure. Storobo. Warum auch das Schild? Ach, egal. Das hier ist. Was ist das? Leica? Achso, das ist für minus 1 Liter Treibstoff. Das ist für. Oh, ich weiß, ja. Das ist hier. Für das Tor zum Aufmachen.
Motor scheint gut zu sein. Ah, es funktioniert. Ja, gut, das war jetzt nicht so schwer. Manchmal sind diese Dinge wirklich sehr schwer. Warum qualmt das jetzt? Ich will den Motor mitnehmen. Der bringt wenigstens 10 Mark ein und das ist gut. Schrottplatz. Gerdis Schrottplatz. Natürlich. Hier sind auch wieder Autos. Adas. Volos. Hier ist zum Beispiel was. Ein roter Vergaser. Minus 1 Kilo Gewicht. Ein roter Vergaser. Den nehmen wir mal mit. Und was ist hier? Oh! Alter, das ist gut. Ist zwar Haltbarkeit 0 von 3, aber das ist ein HSK Dreifachzylinderspule. Die ist viel besser als unsere jetzige. Und da ist noch mehr. Das ist eine. Was? Haltbarkeit 1 von 4? Okay. Eine Carbolite Dreifachzylinderspule. Okay, das ist nice. Zwei Zylinderspulen. Und haben wir noch was? Nö. Ja gut. Immerhin war es nicht komplett umsonst. Wir haben schönen neuen Vergaser. Dreifach-Zündspulen. Ja. Ist auf alle Fälle besser als unser jetziger. Jetzt legen wir alles hier hin, so. Bam. Den können wir eigentlich hier lassen, aber ich würde sogar sagen, den nehmen wir trotzdem mal mit. Oder halt auch nicht, ne? Kommt standardmäßig in allen Leica Deluxe. Weiß ich nicht, ob ich den mitnehme. Ja, welche ist denn besser jetzt hier? Eigentlich ja die. Aber die ist kaputt. Die tue ich mal in den Kofferraum rein. Wenn das gehen würde. Das ist nicht gut. Warum nicht? Geht das nicht? Geht doch. Ich nicht. Okay, und die bauen wir ein. Die tun wir dann dementsprechend auch in den Kofferraum nochmal. Ja. Man weiß ja nie. Und ja, was da hinten ist, frage ich mich. Achso, das ist für den großen Trunk, glaube ich. Radio an. Ja. 280. Vergiss nicht, selbst wenn du ein kaputtes Teil findest, das jemand weggeworfen hat, solltest du dir das trotzdem überlegen, es mitzunehmen. Ja, wollte ich ja, würde ja. Du könntest es reparieren, um ein Auto einzubauen. Ja. Naja. Kann schon alles wegwerfen. Oh, ich finde das so schön mit den Tropfsteinhöhlen. Oh, das Lied ist mein Lieblingslied. Und hier ist ein Trabi. Trabi. Und er hat was, aber jetzt habe ich das gar nicht gesehen. Farbe grün. Haltbarkeit 100. Das hat 2 von 3. Das hat auch 2 von 3. Farbe grün. Damit könnten wir unsere Tür grün machen. Alter. Okay. Jetzt habe ich mich entschlossen. Wir bauen jetzt hier die neuen Teile ein, weil. Ey. Das sind ja mal viel bessere Teile. Ein großer.
Benzinkanister. Der hat. Was? Minus 3 Liter. Gut, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Das nehmen wir auf alle Fälle mit. Auch wenn ich jetzt nicht weiß. Achso, das ist das. Den lassen wir auf alle Fälle hier. Und dann den Motor. Zündspule brauchen wir nicht. Aber den Motor, den ändere ich auf alle Fälle. Der hat zwar nur noch Haltbarkeit 1 von 3. 2 von 3. Aber auf 10 Sekunden 22. Okay, ja. Ich werde den unbedingt mitnehmen. Den kann man noch verkaufen. Und jetzt die Räder sind jetzt erstmal egal. Achso. Halt mal kurz. Und unsere Fahrt geht weiter. Sehen wir zwar nichts mehr. Aber es hat sich mega gelohnt. Also, wer so ein Auto stehen lässt, kann ich nicht wirklich verstehen. 210. Aber es ist gut für uns. Ich meine, wir haben jetzt sehr viele neue geile Teile, die unser Auto wirklich fortspringen. Und ja, wenn ich was sehen würde, ich sehe halt nichts. Einmal habe ich einen Kerl gesehen, der einen Benzinkanister weggeworfen hat. Nur weil er vollgetankt hat. Sagte ihm: Warte mal, du könntest ihn nachfüllen und für längere Reisen mitnehmen. Oder ihn unten an der Straße verkaufen, Freund. Okay. Er hat mich finster angesehen. Okay. Dann hättest du den noch einmal mitgenommen. Also, wie kannst du überhaupt? Okay. Jetzt wird's höher. Autobahn. Oder was? Okay, Autobahn. Jetzt hier 140. Unnötig zu erwähnen, dass ich ihnen den Kanister daraufhin abgenommen habe. Ja, wollte ich gerade sagen. Es war der gleiche, den du benutzt hast, als wir dein Leica zusammengebaut haben. Ach, echt? Habe ich immer noch. Der ist im Kofferraum. So musste ich immerhin keinen neuen kaufen. So. Wie viel Treibstoff haben wir denn? Oh, der wird gleich ausgehen. Zum Glück haben wir einen Benzinkanister. Tja. Budapest. Tenja. Gibt es? Boah, das wäre geil, wenn wir nach Budapest könnten. Aber das können wir nicht, das weiß ich, glaube ich. Das habe ich so im Riecher. Lustig, wie Dinge ein bisschen, Vorausschau und Wartung nützlich bleiben können. Okay, ich hoffe, das geht jetzt immerhin hier lang. Und jetzt einfach hier abgebogen. Das ist aber schon ein bisschen creepy. Aber er braucht keine Angst haben. Es ist kein, es sind keine Jumpscares etc. drin. Das ist einfach nur. Ah, da vorne sehe ich schon was. Ich glaube, wir sind da. Das muss Litania sein, da vorne. Wie üblich, lass uns eine Gaststätte zum Schlafen suchen und eine Tankstelle aufsuchen, falls wir die Zeit finden. Ja, das wäre gut, weil wir haben damit keinen Tank mehr. Und das ist Latenia. In Ungarn. Wir sind da.
Das Motorpark davor. Wo ist das Motor? Ich sehe es nicht. Und ist die Tanke? Den Motor verkaufen wir. Weil warum halt auch nicht, ne? Servus. Verkäufer. Leider kaufen wir das nicht. Wo kauft ihr das nicht? Kaufst weg, ne? Okay, dann lasse ich es hier stehen. Denn wir haben nichts mehr. Alter, wir hatten gerade so 0. 0,06000001 Liter für minus 1,4 Zündzeit. Also als mein jetziges. Ja, wenn ich halt durchpassen würde. Passe ich aber nicht. Da. Da. So. Warten Sie, warten Sie. Ich habe noch was. Ich habe noch was. Das ist immer noch kein Benzinkanister. Das ist auch keine Brechstange. Das ist Farbe grün. Für die eine Textilie jetzt. Ja. Danke, jetzt haben wir 205 Mark. Das ist immer noch sehr vieles, muss ich sagen. Ja, das brauchen wir nicht. Ich würde aber erstmal sogar die Dings rot lassen, weil das hat so ein Feeling. Okay, ich glaube, reparieren müssen wir die Teile auf alle Fälle. Aber ich würde auch sagen, wir waschen erstmal das Auto. Ich hätte nämlich gedacht, dafür gibt es auch ein Aschment. Wenn man den irgendwie 50 Mal oder so sauber macht. Ist das Auto jetzt schön sauber? Wir können in Ruhigen an die Dings gehen. In das Hotel gehen. Ah, okay, gut, lass uns einchecken. Okay, diesmal hat er das Auto verschont. Er ist aber auch ein kräftiger Mann. Also, 25. Das kostet 25. 2,10 im ersten Stock. Jetzt habe ich bloß noch 180. Du kannst mich schon mal ins Zimmer lassen. Okay, langsam sollten wir vielleicht doch mal drüber nachdenken, zu schmuggeln. Genau, warum auch immer die Brieftasche offen ist. Oh, ein Brief mit Kaffeetassenflecken. Mein liebster Luigi, Hassan und ich fühlten uns veranlasst, dir einen Dankesbrief zu schreiben. Wir sind erst vor kurzem in Kulu angekommen, aber ich habe bereits Hoffnung, dass wir genug Arbeit für uns alle finden werden. Hassan ist weniger hoffnungsvoll, aber du weißt, wie er ist. Ich glaube, es wird nicht lange als ein paar Tage dauern, bevor wir zurückkommen, um unser Kind zu holen. Danke, dass du auf unseren kleinen Engel aufgepasst hast. Aufpasst. Okay, das heißt, der Brief muss schon eine Weile her sein, weil wenn die von unserem Charakter reden, dann... Ich kann mir die Blicke von... Blicke nur vorstellen, die du kriegst, wenn du bei der Einreisebehörde die Windeln wechselst. Woher? Ey, das ist so schwer zu lesen, vor allem, weil man auch nicht ranzoomen kann. Waren deklarierst und den Babypopo abwischt.
Obwohl ich glaube nicht, dass du viele Lacker. Gucker? Lacher. Ach, Lacher. Lacher von den kalten Gesichtern an der östlichen Grenze unten ernten wirst. So gehässig wie die sind. Ich weiß, du brauchst Arbeit, wie wir alle. Aber ich wünsche, du müsstest deinen Lastwagen nicht den ganzen Weg nach Osten zu der Outdoor Shop Osten fahren. Hoffentlich finde ich genug Arbeit für uns alle. Jedenfalls vermisse ich beide euch beide sehr. Gügen. Okay. Das war jetzt ein sehr interessanter. Kann man die Schale. Könnte man nicht die Schale sehen aufmachen? Keine Ahnung. War jetzt ein sehr interessanter Brief. Ja, der anscheinend schon einige Zeit her ist. Aber okay. Das, ach so, ist er wahrscheinlich dann auch hierher gekommen, weil er irgendwie einen Lastwagen transportieren musste. Tag 3, Dezember. Ja, und das wär's damit für diese Folge gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Jalopy oder Minecraft Space endlich mal. Was aber noch ein paar Wochen dauern kann. Deswegen jetzt erstmal Jalopy. Haut rein, Leute. Bis zur nächsten Folge und ciao.